Okay, wir beginnen mit dem ersten Vortrag von Emanuel Belo, Open Layers, was ist neu und was kommt als nächstes? Emanuel ist ja auch schon ein etwas älterer Hase in dem ganzen Business. Ich habe gerade gesehen, den ältesten Vortrag zumindest von der Foskes-Aufzeichnung habe ich von 2013 gefunden. Mag sein, dass es noch weiter zurück gibt. Ansonsten arbeitet er in der Schweiz bei Camp2Camp und ja, beschäftigt sich sehr viel mit Open Layers. Und dann übergebe ich auch schon. Bitte schön. Hallo, willkommen zu diesem Vortrag zum Thema Open Layers. Kurz zu meiner Person, ich bin Emanuel Belo, Leiter der Geospatial Abteilung bei Camp2Camp. Zur Agenda. Ich werde Camp2Camp kurz vorstellen, dann steigen wir ein. Was ist Open Layers? Was sind seine Merkmale, die Vorteile, die neuesten Entwicklungen sowie die Perspektiven? So, Camp2Camp. Camp2Camp, wir sind ein Open-Source-Hersteller und Dienstleistungsanbieter seit 2001. Wir sind tätig in drei Ländern, in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich. Wir haben mehr als 110 Mitarbeiter, die kümmern sich um die Softwareentwicklung und den Betrieb. Wir setzen dabei agile und DevOps-Practices ein. So, Open Layers. Laut openlayers.org, Open Layers ist eine leistungsstarke, funktionsreiche Bibliothek für alle ihre Mapping-Anforderungen. Ich möchte in dem Vortrag hier den funktionsreichen Aspekt hervorheben. Mit den Merkmalen, man kann gekachelte Layers darstellen, Vektor-Layers und die Architektur und die Software von Open Layers ist hochmodern, schnell und mobilfähig. Es funktioniert mit Canvas oder WebGL. Die Programmbibliothek ist einfach anpassbar und erweiterbar. Dabei kann der Entwickler mit CSS oder die JavaScript API einsetzen. Die Community stellt Open Layers als Open Source Projekt zur Verfügung mit einer freizügigen Lizenz, FreeBSD. In der Schweiz, MapGeoAdmin setzt Open Layers ein. Es ist die Karte, welche mit Open Layers dargestellt ist. Man kann hier die WMTS-Karten der Landeskarte darstellen, aber es ist auch möglich, dass der Benutzer seine eigenen Daten hochladet, wie KML, GPX oder dass man WMS-Layers noch hinzufügt. In den Werkzeugen, man hat die Möglichkeit, auf die Karte zu zeichnen oder zu messen und das ist auch Funktionalitäten, die von Open Layers angeboten sind. So, schauen wir mal einige Beispiele. Mit der Release 6, man hat viel auf die Mapbox-Vektorkarten-Darstellung gearbeitet. Sie sehen hier ein Beispiel von MVT-Daten, die in Open Layers gerendert sind. Es ist sehr performant und ermöglicht europäische Daten sowie sehr präzise Daten im Campus zum Beispiel darzustellen. Die Navigation ist flüssig und sehr performant. Man hat auch viel auf WebGL letztlich gearbeitet mit hier das WebGL.renderer. In diesem Beispiel 19.000 Städte sind dargestellt. Sie sind dargestellt als proportionalen Kreise, entsprechend deren Bevölkerung. Sie sehen, Open Layers bietet auch einen performanten WebGL-Renderer für Punkte. In WebGL, man hat auch viel gearbeitet zu den Aspekten dynamische Heatmaps und die Interaktion mit dem Benutzer. Man hat hier die Erdbeben in South Asia und der Benutzer hat die Möglichkeit, eine Heatmap selbst zu gestalten. Er kann so die Radius variieren lassen, sowie die Blurgröße und Open Layers in den Browser kleinseitig rechnet die Karte live für den Benutzer. Oder hier ein Beispiel von Windanimation mit zahlreichen Windpartikeln oder Windvektoren,
die über die Schweiz platziert sind, und man kann das live darstellen. Sie sehen, es ist auch hier sehr mächtig. Man kann nicht nur Vektordaten performant darstellen, es ist auch möglich, Raster zu prozessieren. Wir haben hier ein Beispiel von einem digitales Höhenmodell, in dem man die Sonnenschatten eigentlich berechnet. Der Benutzer kann die Position der Sonne variieren lassen und die Schatten bewegen sich entsprechend. Es ist auch eine Berechnung kleinseitig. Mit umfangreichen Tools wie Zeichen, Messen, Erfassen oder Snappen, man kann mit OpenLayers Geoportale vorbereiten. Sie sehen hier mit der Positionierung des Punktes, es gibt einen Magneteffekt auf bestehende Punkte. Und es ist sehr einfach, auf ein Objekt zu snappen. Wie funktioniert OpenLayers? Man hat hier mit OpenLayers die Möglichkeit, zahlreiche Datenquellen und Formate zu integrieren. Zuerst, OpenLayers kann den HTTP-Protokoll einsetzen, um über das Web Elemente zu holen, aber man kann auch mit WebSockets in Informationen, Live-Informationen immer zur Verfügung stellen. Er greift auf Raster- und Vektordaten oder auf Tiles und kann auf OGC-Dienste wie WMS, WFS oder WMTS zugreifen, sowie auf die ArcGIS REST API. Als Datenquelle man kann auch berühmte Provider wie OpenStreetMap, Bing, Carto.db und weitere integrieren. Zu den Formaten, in den Vektoraspekten, es gibt die Möglichkeit, JSON-Daten zu laden, sei es GeoJSON, TopoJSON oder EsriJSON, und auch Mapbox-Vektortile für sehr große Datenmengen. Es unterstützt auch die OGC-Dateien oder Formate wie KML, GML und die Möglichkeit, mit WMTS, WMS oder WFS zu interagieren. Get Capabilities, Get Feature Info, alle diese Formate. Der Benutzer kann auch seine GPX auf einer Karte hochladen oder SVG-Dokumente darstellen. Sie sehen, es ist sehr breit, der Einsatzbereich. Wie funktioniert das Rendering? Mit der Release 6 von OpenLayers, man hat jetzt ein Composite-Rendering. Was bedeutet es? Es bedeutet, dass man kann mehrere Renderer überlagern. Jede Ebene oder jeden Layer hat seinen eigenen Renderer. Und das ermöglicht die Optimierung der Leistungen. Man kann, wenn es gibt zum Beispiel zahlreiche Punkte, das WebGL-Vektor-Renderer einsetzen und unterhalb von diesen Punkten zum Beispiel eine Basiskarte mit dem Canvas darstellen. Somit kann man in Canva Raster, Daten, Bild oder Karren oder Vektor sehr performant mit dem Vektor-Layer oder als Karren oder rasterisiert für sehr performante Darstellungen. Die Interoperabilität mit den OGC-Diensten ist ermöglicht dank die OGC-Filter, welche nativ in OpenLayers entwickelt sind und zur Verfügung gestellt sind. Man hat Zugriff zu den Operatoren wie AND, OR, zu attributive Filter und auf geografische Filter, wie zum Beispiel Contains, B-Box, Within, Intersex und so weiter. Das heißt, der Entwickler kann sehr einfach seine Abfrage an OGC-Dienste mit OpenLayers Toolkit generieren. OpenLayers hat auch die Möglichkeit, das Stil mit mehreren Möglichkeiten das darzustellen. Zum Beispiel, es gibt das OpenLayers Style Specification, welcher als statische Information den Kartenstil definiert. Aber es ist auch möglich, mit der Style-Funktion in JavaScript dynamisch die Kartendarstellung zu ändern oder anzupassen. Das heißt, entsprechend Benutzer Aktionen oder Dateninhalt, man kann die Kartendarstellung live anpassen. Es gibt auch die Möglichkeit, Mapbox Style zu unterstützen, indem es gibt einen Importprozess für Mapbox Style und es gibt auch für WebGL einen Expression Style Mechanismus, welcher eigentlich Filter oder Variablen anbietet, um den Stil dynamisch zu machen. Wir haben hier ein Beispiel von live WebGL-Filtern auf Daten. Hier
Darstellen wir 45.000 Meteoriten dar und der Benutzer hat die Möglichkeit, mit dem Slider zu wählen, welchem Jahr den Meteoriten dargestellt werden. Und Sie sehen, man hat einen Datensatz und rein mit diesem Filter kann man kann die Darstellung eigentlich anpassen. Open Layers ist auch in der Lage, andere Bibliotheken zu integrieren. Man kann mit OpenLayers zum Beispiel mit TurfJS arbeiten. Das bietet zum Beispiel die Möglichkeit, erweiterte Geodatenanalysen zu machen, Buffer und so weiter. Aber es ist auch möglich, zum Beispiel mit MapBox.gl zu arbeiten, indem man kann MapBox als eigenen Renderer innerhalb von den Composite-Renderer zu integrieren, um zum Beispiel sehr performant die Visualisierung von Vektorkacheln zu organisieren. Es gibt auch die Möglichkeit mit GeoJSON VT, dass man größere GeoJSON-Daten aufschneidet und in Vektorkacheln umformatiert für eine Vektorkachendarstellung. Es gibt auch die Möglichkeit, Grafiken und Diagramme darzustellen mit D3JS und Geometrien zu bearbeiten und zu analysieren mit JSTS oder Topolis zum Beispiel. Hier ein Beispiel von Integration OpenLayers mit CartoDB Airship und eine WebGL-Darstellung. Sie sehen auf der Karte, dass wenn der Benutzer sich bewegt, es ändert den Bounding Box und in der Animation die Elemente sind dann angepasst. Es gibt eine Zwei-Weg-Integration zwischen die Karte und den Komponenten. Und wenn der Benutzer in der Komponente Elemente selektiert, dann passt sich auch die Karte an. Und man kann das noch mit einer Animation darstellen. So, es ist sehr mächtig, um Business Intelligence oder DataWiz-Lösungen zu entwickeln. So, vielleicht als erste Zusammenfassung, was sind die Vorteile von OpenLayers? OpenLayers ist wie den Schweizer Taschenmesser für Frontend-Mapping-Bibliotheken. Es hat zahlreiche Features und es ist nicht nur eine reine, einfache, performante Kartendarstellung, sondern die Features sind auch sehr wichtig. Das heißt, es unterstützt zum Beispiel räumliche Projektionen, fortgeschrittene Kartografie, es ermöglicht und es bietet Tools für Daten erfassen, messen, zeichnen, snappen und so weiter. Aber man kann auch mit den OpenLayers Toolkit und Programmbibliothek räumliche Analysen machen, Bildbearbeitung, sowie man kann auch auf Drittbibliotheken anbinden und deren Vorteil auch nutzen. Es ist auch eine Programmbibliothek, welche sehr interoperabel ist mit der Unterstützung von OGC Standards und Formaten. Und nicht zuletzt, es stützt sich auf eine große Open-Source-Community seit 2006. So, was sind die fortlaufenden Entwicklungen und die Perspektiven? Zuerst möchte ich das Offscreen Canva und die Web Workers vorstellen. Es ist die Möglichkeit, außerhalb vom Viewport die Daten vorzuprozessieren, um eine performante Darstellung anzubieten. Und Sie sehen hier, es ist sehr performant. Die Webworkers sind noch nicht, oder auf Screen Canvas ist noch nicht vollständigen W3C Support. Das heißt, zurzeit es gibt Chrome und Edge, die es unterstützen. Aber wenn weitere Browser es unterstützen werden, kann man das dann als Default in OpenLayers konfigurieren. Letztlich hat auch Tim Schaub sehr viel gearbeitet auf das WebGL Raster Renderer und hat eine große Pull Request vorbereitet. So, was ist der Inhalt dieses Pull Request? Man kann mit OpenLayers die Raster jetzt bearbeiten, wie in einem Fotoeditor. Das heißt, man kann die Exposure, Contrast oder Saturation variieren lassen, clientseitig in den Browser. Es ist auch möglich und das ist sehr wichtig für die Architektur einer GDI. Man kann jetzt Cloud-Optimized GeoTIFF darstellen. Das heißt, um ein Raster in OpenLayers darzustellen, man braucht nicht mehr einen WMS oder WMTS-Dienst. Man kann direkt auf ein Korg GeoTIFF
auf S3 zum Beispiel zugreifen und den in die Karte integrieren, so rein JavaScript-mäßig. Und Sie sehen, es ist sehr performant und funktioniert hervorragend. Man kann auch zum Beispiel digitale Höhenmodelle prozessieren, hier zum Beispiel das Sea-Level, und auf Basis der Höhe, man entscheidet, da wird es in blau oder transparent gefärbt. Und somit kann man die Darstellung organisieren, entsprechend eine Höheninformation. Es ist auch möglich, mit dieser Programmbibliothek, dass man mehrere Datenquellen prozessiert. So hier in diesem Beispiel, man generiert das Normalized Vegetation Index, und das ist eigentlich ein Modell. Es ist keine Farbe, das man fotografiert, sondern es ist ein Modell, das man berechnet auf Basis von Infrared und den roten Kanal eines Luftbildes. Und Sie sehen hier das Ergebnis. Das heißt, man kann so Composite-Bilder darstellen, indem man mathematische Berechnungen organisiert für die Darstellung. So, es wurde, wie Sie gesehen haben, viel über WebGL Raster letztlich gearbeitet, und jetzt bietet OpenLayers sehr weitgehende Funktionalitäten in dem Bereich. Was sind dann die Perspektiven oder die möglichen Perspektiven zum Thema WebGL? Es gibt jetzt die Implementation von Punkte und natürlich die Roadmap, für die, dass man in der nächsten Work-Package Linien und Polygonen Unterstützung auch entwickelt. Dann braucht es auch die Entwicklung von Text-Rendering, sodass man die Labels auch in WebGL darstellen kann. Und dann auch die komplexe Struktur von Vektorkarten für eine WebGL-Darstellung. Man kann das noch sicher als Gesamt noch optimieren, und am Ende könnte man noch den Style verbessern oder die Performance und die Styling-Möglichkeiten noch erweitern. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage der Finanzierung. Man hat auf größere Crowdfunding vorher gearbeitet für OpenLayers 3 und OpenLayers 6, und jetzt natürlich stellt sich auch die Frage für die weitere Arbeiten in OpenLayers. Ich hoffe, ich konnte einen Überblick über OpenLayers geben, und ich stehe jetzt gerne zur Verfügung für Fragen. Sie können auch mehr Informationen auf chemtocamp.com bekommen. Danke! Eins, und ihr seid live. Vielen Dank für den Vortrag. Der sah sehr aufschlussreich und auch wirklich coole Beispiele in den Karten, die du da gezeigt hast. Alles kannte ich da auch noch nicht natürlich. Wir haben drei Fragen, die im Fragenchat gestellt wurden. Wir haben 5 Minuten Zeit, 6 Minuten, wenn noch jemand eine Frage hat. Ich denke, für eine vierte wäre auch noch Platz. Ich fange einfach mal mit der ersten Frage an, die ich dir stelle. Muss ich als OpenLayers-Entwickler meinen Code anpassen, um WebGL zu nutzen, oder tausche ich nur den Renderer aus, einmal aus? Ja, es gibt einige Anpassungen zu machen, insbesondere für die Darstellung, den Style. Es ist nicht die gleiche Styling-Sprache, um in den Canvas und in den WebGL-Renderer die Karte darzustellen, zu konfigurieren. Das heißt, ja, es gibt einige Anpassungen zu machen, ja. Okay, also vor allem für die Anwendung und Darstellung dann auch noch, neben dem Austausch des Renderers. Ja. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Alles klar, Dankeschön. Dann eine sehr hochgewotete Frage: Wie sieht es aus mit der Unterstützung von OGC API-Features? Ja, es gibt eine Pull-Request, welche ich auf den Chat geklebt habe. Und die Maps API ist in Entwicklung. Gut, das kann man also da nachlesen im Chat, hatte ich auch schon gesehen. Dankeschön. Die letzte Frage von den Teilnehmern. Welcher Renderer kann für die Darstellung von MG-Tiles verwendet werden?
für eine umfangreiche Darstellung der MB-Tiles, so Vector-Tiles, muss man den Canvas-Renderer benutzen. In WebGL, man kann zurzeit nur Punkte darstellen. Okay, eine kurze und knappe Antwort. Vielen Dank. Weitere sind nicht aufgetaucht. Wir haben noch ein bisschen. Ich habe noch eine Frage, die mir zwischendurch aufgefallen war. Ich komme da aus einer Zeit, als eine 20-Megabyte-Festplatte noch quasi unbezahlbar war. Wie ist denn das mit den Hardware-Anforderungen für die ganzen Live-Sachen, die dann im Browser ablaufen? Kannst du da was zu sagen? Also ich selber habe auch ein eher älteres Handy. Das ist über 2 Jahre alt, unglaublich. Könnte ich da diese Open Layers-Anwendung noch ordentlich laufen lassen oder wäre das schon hakelig? Nein, es funktioniert sehr gut auf zahlreiche Devices, sei es Mobile, Desktop oder Tablet. Du brauchst eigentlich einen modernen JavaScript-Browser, um effizient Open Layers einsetzen zu können. Aber wie jede Frontend-Programm-Mapping-Bibliothek. Okay. Ja gut, dann werde ich das auch mal auf meinem Handy ausprobieren und gucken, was da so läuft oder ob ich doch ein etwas aktuelleres Modell brauche. Als Beispiel, du kannst map.geoadmin zum Beispiel testen. Es funktioniert sehr gut auf Mobile. Das kannst du vielleicht gerade nochmal in den Chat packen, wenn du es nicht parallel schon getan hast. Gut, ja, vielen Dank. Weitere Fragen sehe ich nicht.